Und die amerikanische Flagge erinnert an das Dream Team aus dem Georgia Dome von Atlanta. Die USA, einzige übrig gebliebene Turnerin aus dieser Goldmädchenmannschaft, ist Dominique Moceanu. Also hier wurde ein Schnitt gemacht. Sie, die in 3 Wochen 16 Jahre alt wird, ihr eigenes Gym in Houston in Texas hat, 200 Turnerinnen üben dort, betreut von 8 vollamtlichen Trainern. Und da fällt sie vom Balken, irgendwie bezeichnend. Ich habe zu viel um die Ohren, sagte sie selbst noch vor einem halben Jahr. Denn sie will noch weitere Gyms in ihrem Heimatland, in den USA, eröffnen. Sie ist schon mit 16 eine echte Geschäftsfrau. Also in den USA ist keine Möglichkeit begrenzt. Im Abgang steht sie mit einem kleinen Ausfallschritt. Dominique Moceanu. Sie also jetzt die Galionsfigur im US-Team. Einst war es ja Shannon Miller. Aber nachdem sie am Schwebebalken, Shannon Miller wohlgemerkt, Olympiagold gewann, beendete sie ihre lange erfolgreiche Karriere. Hier die rückwärts waren auf dem 10 cm schmalen Balken, da der Fehler, der zum Abgang, zum unfreiwilligen Abgang führte, und die Vorbereitung auf den eigentlichen Abgang, den Doppelsalto rückwärts gehockt. Die Wertung für Dominique Moceanu 8,637.